Hallo liebe Teste Freizeitparks Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen On-Tour-Vlog. Dieses Mal steht ein Wochenende Europa-Park in der Wintersaison vor uns. Vor uns liegen jetzt momentan 5 Stunden Autofahrt. Wir fahren jetzt los. Wir haben gerade 4.30 Uhr. Wir hoffen, dass wir pünktlich zur Eröffnung am Europa-Park sind. Wir haben 9.38 Uhr Ankunft hier am Europa-Park. Wir gehen jetzt trotzdem schon mal in Richtung Haupteingang, weil wir noch unsere neuen Clubkarten besorgen müssen. Ja, und melden uns dann gleich wieder, wenn wir im Park drin sind. Wir haben jetzt unsere Clubkarten abgeholt. Vorab sind wir schon eine Runde auf dem Volontarium gefahren und jetzt gehen wir hier zur Schweizer Bobbahn und reden hier eine Runde. Ja, und erkunden den Schweizer Themenbereich komplett und melden uns gleich wieder. Wir haben jetzt inzwischen die Runde auf der Bobbahn gedreht, dann waren wir zweimal auf dem Matterhornblitz, haben den Eurosat Concorde Coaster mitgenommen und waren dann eine winterliche Runde auf Silverstar jetzt, der heute auch geöffnet ist. Ja, und jetzt gehen wir in Richtung Pegasus und dann durch den griechischen Themenbereich weiter. Wenn die Nacht anbricht und Lichter heller strahlen, tief im See, dann beginnt der Zauber und die Sterne fallen, wenn ich im Park spazieren gehe. Le bonhomme de neige se promène la nuit sous les étoiles qui scintillent. Elle brille pour nous, c'est la magie de l'hiver qui pétille. Wir waren jetzt im griechischen Themenbereich, haben die Runde mit Pegasus gedreht, waren dann noch bei Abenteuer Atlantis und haben für euch Aufnahmen gemacht. Jetzt geht es für uns weiter in Richtung Russland, zu Euromir und dann weiter in Richtung Island wahrscheinlich. Yes, it feels like heaven every day in Europa Park. C'est magic. It's winter on the land. Join the feeling. This heavenly joy is banned. He's self assured on even it's in that way. Nach der Runde auf der Euromir sind wir jetzt mit der Monorail hier nach Island gefahren. Wir befinden uns jetzt hier mitten in dem isländischen Themenbereich und schauen, ob Wodan geöffnet hat und fahren danach eine Runde Blue Fire. Of winter all in one day, c'est vraiment magique. Our winter wandering swept away in this beautiful icy scene. Jetzt gerade eine Runde auf Wodan gedreht. Bei dem Wetter eine super tolle Achterbahn, noch gefühlt viel, viel schneller als in den Sommermonaten. Und jetzt gehen wir weiter in Richtung Blue Fire. Wir machen uns jetzt auf dem Weg von Island durch den spanischen Themenbereich
nach Österreich zum Alpenexpress. Und danach, denke ich, werden wir durch den Märchenwald weitergehen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. I see it in your eyes. Fascination, a magical to sight. Candle reflections on your happy face. Oh, Papa. Such a magic place. Wir sind jetzt hier gerade in Österreich und haben eine Runde mit dem Alpenexpress Coastality gedreht. Diesmal haben wir natürlich den neuen Film Ottifant ausprobiert. Ich muss sagen, eigentlich der beste Film, den wir bis jetzt gefahren sind. Man hat teilweise wirklich das Gefühl, rückwärts zu fahren. Also wirklich toll geworden. Die Wildwasserbahn sparen wir uns bei dem Wetter. Jetzt gehen wir weiter durch den Märchenwald in Richtung Arthur. Und dann schauen wir, wie es für uns weitergeht. L'inverno, stelle, luci cadono, sai. Tutti ballano nella neve, canto magico, vieni dai. It's winter time, the crystal bright day. Join the magic of the winter. So, das war unsere Fahrt hier bei Arthur und die Minimoys. Jetzt gehen wir weiter in Richtung französischen Themenbereich. Und zwar genau zum 4D-Kino, wo wir uns den neuen Film Ed und Edda nachts im Park anschauen werden. Wir waren jetzt im 4D-Kino. Auch wieder ein schöner Film geworden, aber wir müssen sagen, die ersten beiden Teile haben uns besser gefallen. Vor allen Dingen vermissen wir, um ganz ehrlich zu sein, auch die anderen Maskottchen im Film. Wir werden jetzt eine Runde mit der Parkbahn fahren und danach ein paar Wiederholungsfahrten machen auf den anderen Attraktionen. Wir melden uns später wieder. Wir haben jetzt noch viele Wiederholungsfahrten gemacht, unter anderem auf Silver Star, dann auf dem Eurosat Concorde Coaster, auf Blue Fire und noch vieles weitere. Jetzt gehen wir zur Abendshow, zur neuen, machen da auch Aufnahmen von euch und natürlich haben wir währenddessen, wie wir durch den Park gegangen sind, ganz viele Fotos und ganz viele Videos für euch gemacht, die ihr auch noch bei uns auf dem Kanal sehen werdet. Hallo Ed, hallo Edda. Ich habe gehört, dass ihr den Winterzauber sucht. Doch den wahren Winterzauber fühlt ihr nur in eurem Herzen. Gemeinsam mit euren Freunden und Familien. Doch bevor ihr nun nach Hause lauft, will ich euch etwas mitgeben, das euch vielleicht auch ein wenig verzaubern wird. Wir haben uns jetzt gerade die Show Ed und Eddas Wintertraum angesehen. Hat uns gut gefallen. Unserer Meinung nach noch besser als die vorherige Luna Magica. Bisschen kompakter und kürzer gehalten. Ja, und jetzt gehen wir erstmal was essen. Und dann schauen wir mal, ob wir uns noch die Parade, die Lichterparade anschauen. Wir haben jetzt gegessen und haben uns dazu entschieden, jetzt zum Ausgang vom Europapark zu gehen.
da wir noch ca. 30 Minuten zu unserer Ferienwohnung fahren müssen. Ja, die Winterlichterparade, die werden wir uns dann morgen anschauen. Wir melden uns gleich, wenn wir in der Ferienwohnung angekommen sind, nochmal. Wir sind jetzt in unserer Unterkunft angekommen. Ist eine sehr, sehr schöne Ferienwohnung. Die zeigen wir euch jetzt gleich noch und dann sind wir für heute raus. Morgen geht es wieder früh los zum Europapark. Ihr seid natürlich dabei. Wir haben die erste Nacht wunderbar geschlafen. Jetzt gehen wir hier im Ort zum Bäcker, holen uns noch Brötchen und dann geht es für uns weiter in Richtung Europapark wieder. Wir melden uns, wenn wir am Park angekommen sind. Snowflakes are falling from the sky. Tag 2 wartet auf uns bei bestem Wetter, strahlender Sonnenschein, angenehmen Temperaturen. Wir nehmen euch heute wieder eine Runde mit durch den Park. Bis gleich. I'm sitting here, watch through my window. I see children playing. Wir sind jetzt schon eine Runde mit dem Voletarum gefahren und sind danach anschließend zum EP-Express gegangen und damit in den spanischen Themenbereich gefahren. Denn jetzt nehmen wir uns als nächstes wieder die Achterbahn Wodan und Blue Fire vor. Wir haben jetzt unsere Runden auf Blue Fire und Wodan gedreht, gehen jetzt weiter in den spanischen Themenbereich. Und danach weiter nach Österreich, wo wir eine Runde Alpenexpress fahren werden. Wir waren jetzt gerade hier in Österreich, sind mit dem Alpenexpress gefahren. Danach waren wir noch auf dem Wellenflieger und jetzt gehen wir in Richtung Abenteuersee und fahren mit der Floßfahrt. Und danach wollen wir, denke ich mal, weiter in Richtung Russland und dann durch Griechenland, weil wir haben auch gesehen, dass Poseidon heute in Betrieb ist. Mal sehen, ob wir da heute eine Runde drauf drehen. Wir waren jetzt in Russland auf der Euromir, dann waren wir auf der Schlittenfahrt, machen jetzt einen kleinen Stopp beim Autoscooter und gehen danach wie angekündigt weiter in Richtung Griechenland. Yeah.
waren jetzt in Griechenland. Zuerst eine Runde Poseidon sind wir gefahren. Finde ich wirklich toll, dass der Europapark versucht, auch zur Wintersaison jetzt alle Attraktionen zu öffnen. Danach waren wir auf Pegasus und jetzt gehen wir nach Frankreich und zuerst auf Silverstar. Wir sind jetzt inzwischen eine Runde Silverstar gefahren. Bei Eurosat sind uns die Warnzeiten mit 40 Minuten zu lang, deswegen fahren wir jetzt lieber eine Runde hier mit Madame Freudenreis Curiosité. Wir sind jetzt eine Runde auf Piccolo Mondo gefahren und jetzt gibt es für uns eine echte Premiere, denn jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, sind wir zum ersten Mal gleich im Geisterschloss hier im Europapark. Bis jetzt haben wir die Attraktion noch nie geschafft, aber jetzt die Premiere halt für uns. When the first snowflakes are falling from sky, slowly and quiet, and the world is colored into white. Oh, how I love Christmas time. Well, the first snowflakes are falling from sky, slowly and quiet, and the Christmas star is shining bright, quite high in the sky. So, jetzt sind wir zum ersten Mal mit der Geisterbahn gefahren. Tobi hat sich einmal mega erschrocken. Und jetzt fahren wir nach so viel Schreck erstmal für Tobi eine Runde mit der Parkeisenbahn. Wir haben jetzt unsere Rundfahrt mit der Parkeisenbahn beendet, waren jetzt noch eine Runde auf der Oldtimerfahrt und jetzt wollen wir mal in den irländischen Themenbereich einmal gehen. Das Licht geht aus, das Tor geht zu. Wir gehen nach Haus und kommen zur Ruhe. Was für? Wir waren jetzt gerade in Irland, haben einen kleinen Fotorundgang dort gemacht, sowie in den restlichen Teilen des Parks. Jetzt fahren wir eine Runde mit der Monorail und danach machen wir erstmal weiter für euch Fotos und dann wollen wir uns gleich die neue Show auf der Eurosat-Kugel anschauen. Nach unserer Rundfahrt mit der Monorail gehen wir jetzt in das Review Center von Rulantica, schauen uns das nochmal unten alles genau an. Und danach geht es dann, wie gesagt, in Richtung Eurosat Concorde Coaster, um uns da die neue Show auch einmal anzusehen. Wir sind jetzt hier in Frankreich angekommen. Vorab waren wir noch eine Runde auf den Gletscherfliegern. Noch eine Wiederholungsfahrt bei Madame Freudenreich haben wir gemacht. Und jetzt schauen wir uns hier die neue Lichtershow auf der Eurosat an. Wir haben uns jetzt die Show bei der Eurosat angeschaut, hat uns auch sehr gut gefallen. Jetzt geht es für uns weiter in Richtung Pegasus nochmal und dann hinterher schauen wir uns um 18.30 Uhr die Lichterparade an. Wir sind jetzt hier gerade noch 3-4 Runden Pegasus am Stück gefahren. Jetzt gehen wir noch durch den griechischen Themenbereich, machen für euch noch ein paar Foto- und Videoaufnahmen und danach gehen wir dann zur Winter Starlight Parade und schauen uns die noch an. Was für eine Show. Wir sind gerannt, nur go, go, go. Wir waren echt am Start, auf eine ganz, ganz eigene Art. Das war der beste Tag der Welt, haben viel erlebt. Wir sind auch wieder schrecklich.
Wir haben uns jetzt gerade die wunderschöne und stimmungsvolle Parade angesehen. Jetzt machen wir noch ein paar Wiederholungsfahrten bis zum Parkschluss. Beziehungsweise gleich werden wir auch noch was essen. Aber wie gesagt, erst werden wir jetzt noch mal reden, nach Island gehen, schauen, wie voll die Blutfeier wo dann ist und ein paar Wiederholungsfahrten machen. Ja, und dann melden wir uns gleich noch mal wieder. Uns gefällt. Und wenn wir morgen wieder hier sind, geht's wieder von vorne los. Ja, das wird ganz, ganz groß. Haben viel gelacht und viel erlebt, dafür gesorgt, dass... Wir waren jetzt noch im isländischen Themenbereich, haben uns die Wartezeiten von Bluefire und Wunder angeschaut. Beides lag bei 30 Minuten. Daraufhin sind wir dann lieber nach Österreich gegangen und sind nochmal Alpenexpress gefahren, zweimal und nochmal mit dem Wellenflieger. Ja, und jetzt gehen wir durch den spanischen Themenbereich, denn hier steigen wir jetzt in den EP-Express ein und fahren dann nach Deutschland und gehen dort bei Walters Wurstbude noch eine leckere Currywurst essen. Wir sind geboren, um jung zu sein. Egal wie alt, ob groß, ob klein. Träume wurden wahr. Das war der zweite Tag hier beim Winterzauber im Europapark. Es war wieder ein fantastischer Tag. Tobi hat sich gerade noch Ed gekauft. Ein Weihnachtsmannkostüm. Ja, auf jeden Fall war es ein fantastischer Tag. Wir finden die Europapark-Saison hier im Winter immer wirklich wunderbar. Die Stimmung mit den ganzen Lichtern, mit der tollen Beleuchtung ist wirklich einzigartig. Ja, und jetzt fahren wir zurück zur Ferienwohnung und dann melden wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt zurück in der Ferienwohnung, lassen den Abend noch gemütlich beim Glas Wein ausklingen. Ja, wir sind für heute raus, wir sehen uns morgen wieder. So, guten Morgen wünschen wir euch. Wir haben jetzt inzwischen Sonntag, 7 Uhr morgens, wir räumen jetzt gleich das Auto ein und dann heißt es für uns schon wieder ab auf die Autobahn und zurück in unsere Heimat. Wir nehmen euch aber auf der Rückreise natürlich auch mit. Jetzt sind wir inzwischen auf der Autobahn. Was wir unterschätzt haben, ist die Tankstellensituation hier in den Schwarzwälder Dörfchen. Leider hatte keine Tankstelle geöffnet so früh, so dass wir jetzt hier auf der Autobahn den vergoldeten Aralsprit für 1,68 tanken mussten. Aber jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt hier inzwischen zu Hause angekommen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Ja, und wir sind für diese Folge raus. Bis zur nächsten Folge hier auf unserem YouTube-Kanal. Bis dann.